Na, mein Hübscher? Oh, hallo. Joe ist gerade nicht da. Er erwartet dich nachher zum Essen bei Freddy. Okay. Schade, dass du schon hinüber warst, als ich kam. Wäre nett gewesen. Hm, vielleicht nächstes Mal. Ciao. Oh, mein lieber Schwan. Dämliche Kuh! Aber nein, komm sofort zurück! Bleib doch zu Hause, wenn du zu blöd bist zum Fahren! Hey, ist das nicht Joes Kleine? Naja, eine von ihnen. Wie du mir, so ich dir. Jetzt ist deine Karre dran. Sieh dir meinen Schlitten an! Hey, Kumpel, mach mal halblang. Wer zum Henker bist du denn? Jemand, der es nicht gern hört, wie du mit Frauen redest. Also Halsmaul und mach einen Abgang, solange ich noch gut gelaunt bin. Bist du etwa der Macker von der Alten? Na gut, dann blechst du für den Schaden. Noch ein Wort und du brauchst neue Zähne. Und jetzt mach dich vom Acker. Das war ein Wort. Na, mein Hübscher? Oh. Hey, ist das nicht Joes Kleine? Naja, eine von ihnen. Wie du mir, so ich dir. Jetzt ist deine Karre dran. Sieh dir meinen Schlitten an! Hey, Kumpel, mach mal halblang. Wer zum Henker bist du denn? Jemand, der es nicht gern hört, wie du mit Frauen redest. Also Halsmaul und mach einen Abgang, solange ich noch gut gelaunt bin. Bist du etwa der Macker von der Alten? Na gut, dann blechst du für den Schaden. Noch ein Wort und du brauchst neue Zähne. Und jetzt mach dich vom Acker. Das war ein Wort.
Danke, Süßer. Hast was gut bei mir. Willst du mit zu mir kommen und meine Morgensammlung ansehen? Danke. Vielleicht später mal. Jetzt muss ich los. Es wird dir gefallen. Versprochen. Okay, ich muss los. Man sieht sich. Hey, Leute. Hey! Vito, das ist Luca Guarino. Hey, er will mit dir und Joe reden. Luca, das ist Vito. Sehr erfreut, Mr. Guarino. Lassen wir die Förmlichkeiten. Sag Luca zu mir. Setz dich, Vito. Was darf es sein? Nochmal dasselbe. Und zwar pronto. Ich habe von der Sache mit den Iren gehört. Ihr habt mich köstlich amüsiert. Ich muss euch wirklich gratulieren, Jungs. Das war saubere Arbeit. Salute. Salute. Das habt ihr astrein erledigt. Nicht jeder hat die Nerven für so eine Nummer. Und nun frage ich mich, ob ihr bereit seid für den nächsten Schritt. Ja, klar. Was für ein Schritt? Ich rede davon, jemanden kalt zu machen. Nur weil ein anderer mit dem Finger auf ihn zeigt und ihr befiehlt, es zu tun. Ich war im Krieg, Mr. Guarino. Ich habe ständig Leute umgelegt, weil es mir befohlen wurde. Leute, auf die der Präsident mit dem Finger gezeigt hat. Das ist gut, der Präsident. Das gefällt mir. Wirklich sehr gut. Aber da ging es darum, Nazis umzulegen. Also, die Bösewichte. Aber davon spreche ich nicht. Verstehst du? Ja. Ich verstehe. Gut. Wir brauchen nämlich Kerle wie euch. Die Befehle befolgen, ohne blöde Fragen zu stellen. Wenn ihr den nächsten Job so gut erledigt wie den letzten, habt ihr gute Aussichten, in die Familie aufgenommen zu werden. Nachdem ihr die Aufnahmegebühr bezahlt habt, versteht sich. Und wie viel ist das? 5 Riesen pro Mann. Das ist ja ein verdammtes Vermögen. Na und? So gut habt ihr Geld noch nie angelegt. Glaub mir, die Investition macht sich bezahlt. Ist natürlich eure Entscheidung. Henry erklärt euch alles Weitere. Bis demnächst, Jungs. Da steckst du. Hallo, Boss. Hast du dich um unser Problem gekümmert? Ja, ich hab alles im Griff. Henry ist... Das hast du letztes Mal auch gesagt. Enttäusch mich nicht nochmal. Boss, ich... Lass es. Komm jetzt mit. Wir haben noch was zu besprechen. Henry, über was für einen Job reden wir hier? Ich muss jemand ausschalten. Es ist mein Job, aber ich brauche Hilfe. Da kommt ihr ins Spiel. Wer ist denn der Glückliche? Ein Fettsack, der in unser Revier drängt. Er wurde gewarnt, aber er hält sich für unbesiegbar. Aha. Und ist er das? Tja, es hat schon mal jemand versucht, ihn umzunieten. Und?
Oh, sagen wir, Sie haben ihn leider ein wenig unterschätzt. Was heißt ein wenig? Eher ziemlich. Und jetzt schauen Sie sich die Radieschen von unten an. Ja, aber wir stellen uns nicht so dumm an. Ich habe eine Wohnung gegenüber von seinem Laden gemietet. Da legen wir uns auf die Lauer und warten, bis die fette Drecksau auftaucht. Und dann, bumm, nieten wir ihn um. Wie machen wir das? Mit einem MG-42. Und wo kriegen wir ein MG-42 her? Von Harry. Ja. Er ist Kriegsveteran wie du. Hat drüben in Kingston einen kleinen illegalen Waffenladen. Dort kriegst du alles, von der Erbsenpistole bis zur Bazooka. Und du brauchst keinen beschissenen Waffenschein dafür. Okay, Joe und ich fahren zu der Wohnung. Du holst das Maschinengewehr in Harrys Laden ab. Ist alles bezahlt. Sag, du kommst von mir. Wir treffen uns dann in der Wohnung. Sie ist in Sand Island, das Gebäude gegenüber der Brennerei. Apartment 233. Okay, Apartment 233, verstanden. Wir sehen uns dann gleich. Gut, bis später. Viel Glück, Alter. Also, man sieht sich. Ja, ich soll Henrys Bestellung abholen. Alles klar, komm rein. Ja, wer ist da? Ja, ich soll Henrys Bestellung abholen. Okay, komm rein. Hallo. Ah, du bist also der Bursche, von dem Henry erzählt hat. Ja. Hast du die Ware für ihn? Ja, hier ist es. MG-42. Made in Germany. Qualitätsarbeit, das muss man den Krauts lassen. Prachtstück.
Satte 11 Kilo. Kaliber 7,92. 1200 Schuss die Minute. Gibt auf der Welt nichts Schnelleres. Gurt mit 250 Schuss. Treffsicher auf eine Dreiviertelmeile. Und extrem zuverlässig. Keine Ahnung, worauf ihr es abgesehen habt. Wenn es kein verfluchter Panzer ist, dann sayonara, Baby. Hey, kleine Vorführung gefällig? Nein, danke. Ich kenne mich damit aus. Ich war auch in der Armee. Im Ernst? Leck mich am Arsch. Wo warst du? Lass mich ran. In der Normandie? Nein, Afrika. Warte, nicht sagen. Operation Husky. Ach ja? Und als was? Fallschirmjäger. Ohne Scheiß, du warst Fallschirmjäger? Hab gehört, das war ganz schön hart. Es war jedenfalls kein Zuckerschlecken. Ich wurde verwundet und nach Hause geschickt. Und Orden? Purpurherz und Verdienstkreuz. Boah, was ein Verdienstkreuz? Mann, die kriegt man nicht einfach nachgeschmissen für nichts. Ich war in der Normandie, Utah Beach. Brauch nicht gerade einen Spaziergang. Auf dem Rückweg bin ich dann über den Zaun geklettert. Hab mir an einem scheiß Ast das Auge ausgestochen. Egal. Für eine Entlassung hat's jedenfalls gereicht. Tja, ich muss jetzt wirklich los. Na klar. Hey, übrigens, ich bin Harry. Vito. Freut mich, Vito. Freut mich wirklich. Falls du mal wieder Edelstahl brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Hier. Hoffe, du bist mit dem Wagen da. Die Braut ist ein Schwergewicht. Viel Glück. Danke, Harry. Hat mich gefreut. Die Knarre ist in der Kiste. Und in dem Lieferwagen im Hof sind ein paar tausend Schuss. Greif zu. Alles schon bezahlt. Mach's gut, Vito.
Wo kommst du her? Sizilien. Was hat dich hierher getrieben? Mussolini. Hat er dir ein Ticket spendiert? Lass die blöden Witze, Joe. Mein Vater war ein Ehrenmann. Als Mussolini an die Macht kam, ging's uns immer beschissener. Mein Vater hatte Angst, ich müsste zur Armee oder ins Gefängnis. Deshalb hat er mich nach Amerika geschickt und mir einen Job bei Clementi verschafft. Was ist aus ihm geworden? Er meinte, er sei zu alt für die Reise. Mussolini ließ ihn verhaften und er ist im Knast krepiert. Sie haben nicht mal den Leichnam rausgerückt, um ihn anständig zu beerdigen. Puh, das ist hart. Lebt deine Mutter noch? Sie kommen, die schwarzen Limousinen. Vito, nimm den Fettsack aufs Korn. Wir müssen ihn erwischen, bevor er ins Gebäude geht. Alles klar, ich bin bereit. Sie haben Knarren! Die Party kann beginnen. Sie haben Knarren da oben im Fenster! Das ist der Vito. Leg das Fettsack auf! Wir haben sie alle erwischt! Hör mit dem Geballer auf, ich werd sonst noch taub! Gib mir Deckung, Vito! Schweine, hat mich erwischt! Schnell, mach ihn an! Die Seele auf dem Leib! Lass dir was einfallen! Beeil dich! Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Los, Vito, los geht's! Das ist alles? Dann fühlt dir was! Hast du Schiss, Arschloch? Alles klar bei euch. Machen wir fast alle. Keine Kugel mehr. Oh. Jetzt fest die Arme. Da ist der. Schieß. Da. Arschloch. Kannst dich schon mal verabschieden. Geh dir die Muffe. Friss Scheiße, Arschloch. Schnell, Vito. Das fette Schwein darf uns nicht entwischen. Okay, du zuerst, Vito. Du bist doch der verdammte Kriegsheld. Los, wir geben dir Deckung. Gleich haben wir dich, Fettranst. Gib mir Deckung, Vito. Mann, das war echt klasse. Mehr kannst du nicht? Alles klar? Wir kriegen ihn. Oh, Scheiße! Pass auf! Was zum Teufel war das? Okay, Showtime, Vito. Gib mir Deckung. Verdammt, der ganze Laden brennt. Das ist eine Schnapsverschwendung. Du schießt wie meine Schwester. Na, dich lege ich um, spanne ich. Ich geb dir Deckung. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Komm schon, Vito, wir müssen weiter. Los, zeig dich. Gib mir Deckung. Oh nein! Nein! Gib Acht, Vito! Oh Gott! Oh nein! Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Ich geb dir Deckung. Ab jetzt! Bleiben Sie, wo Sie sind! Gib mir Deckung!
Okay, Showtime hier. Okay, drück den Knopf wieder. Was zum Teufel soll das? Ich hab Durst. Verdammt gutes Zeug. Wollt ihr auch mal probieren? Ich sauf nicht beim Arbeiten. Da kommen sie! Gib mir weg, und die haben ein Ziel. Gib mir weg, das ist alles? Los, los jetzt. Wir können hier nicht ewig rumsitzen. Was zum Teufel erwartest du von mir? Die ballern aus vollen Rohren auf mich. Los, das Schwein ist da oben. Lasst mich am Leben! Bitte! Ich will eine Frau! Bitte! Tu das nicht! Ich will auch alles, was ihr wollt! Aber bring mich nicht um! Oh, großer Gott! Einen schönen Gruß von Don Clemente! Oh! Verdammt! Verdammt! Scheiße! Das wird dir noch leid tun, du Arsch! Wichser! Henry, okay. Alles okay? Wo hat's dich erwischt? Scheiße, gar nichts ist okay. Er hat mir ins Bein geschossen. Schöne Scheiße. Scheißkerl. Du blutest ja wie ein Schwein, verdammt. Nicht zu El Greco. Dem scheiß Maler? Nein, dem scheiß Arzt, du Idiot. Okay, ganz ruhig. Wir bringen dich gleich hin. Der Grieche. Er wohnt in Heilbrook. Mama mia, du bist ja schwerer, als du aussiehst. Das Schwein hätte mir fast die Eier weggeballert. Na, was? Der Schuss ging meilenweit daneben. Hey, Vorsicht! Das tut weh. Hör auf zu jammern, sonst lasse ich dich fallen. Reg dich ab. Ich bin derjenige, der hier verblutet. Nein, bitte! Ich will nicht sterben! Was ist das? Oder willst du mir auch ein bisschen Zeit machen? Vito, gib uns Deckung. Gib uns Deckung, verdammt. Hast du Angst, Hämorrhoide? Vito, gib uns Deckung. Beschwer dich nicht, du Glückspilz. So schnell, das Feuer breitet sich aus. Ah, verdammter Rauch. Vito, bring uns hier raus.
helfen. Okay. Oh Gott. Oh, Scheiße. Wenn ich draufgehe. Hey, sag sowas nicht. Das ist nur ein Kratzer. Der Doc flickt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir einen hin. Nein, wirklich. Sei lieber still, da sparst du deine Kräfte. Habe ich mal in einem Film gehört. Ach ja? Was ist mit dem Mann im Film passiert? Abgekratzt. Ja. Mann, du fährst ja wie meine Großmutter. Bullen abschütteln. Ich fahr so schnell ich kann, verdammt. Das ist aber nicht schnell genug. Mach dich locker, Mann. Ich hab ein Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Fahr mich zu El Greco, verdammt. Hey, Vito, gib Gas. Henry schwitzt schon wie eine Hure im Weitstuhl. Ich fahr schneller, wenn du endlich die Klappe hältst. Also, wer ist der Typ eigentlich? Welcher Typ? Der, zu dem wir Henry bringen. El Greco? Ein Arzt. Ich bin ein paar Kröten und er fliegt dich zusammen. Ohne lästige Fragen. Zu dem Kerl geht man, wenn man nicht ins Krankenhaus kann, du Genie. Warum sollte man nicht ins Krankenhaus können? Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst, rufen die doch sofort die Bullen. Ja. Und El Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche. Du wirst ihn aber wohl nicht brauchen, Vito. Bei dir verheilt es immer sehr schnell. Muss an deiner Ernährung liegen. Nicht einschlafen, halt durch. Ja. Halt durch, Kumpel. Wir sind gleich bei El Greco. Ich kann jetzt schon das Nuflaki riechen. Komm schon, Vito. Bei dem Tempo sind wir ja zu Fuß noch schneller. Drück auf die Tube, sonst verreckt Henry noch. Dann kannst du ihn beerdigen. Vito, das ist das Haus. Park direkt davor. Greco, der Arzt? Nein, ich bin El Greco, der scheiß Maler. Unser Freund braucht Hilfe. Er verblutet. Danke, Doc. Sie haben was gut bei uns. Schafft ihn rein. Macht schon. Wartet. Hier für dich, für den Job. Nimm es. Das kann doch warten. Na gut. Hey, danke für alles. Halt die Ohren steif. Ach, nur ein Kratzer. Ich bleib bei Henry. Wir treffen uns dann bei mir. Gut.
Kann ich dienen? Brauchst du neue Räder? Du hast freie Auswahl, mein Freund. Neue Nummernschilder? Kein Problem. Neue Nummernschilder? Kein Problem. Wir können ihn in jeder Farbe lackieren. Such dir was aus. Komm jederzeit wieder. Vito, hey, wie geht's dir? Psst, nein, nein. Ich bringe euch nur das Geld, um Papas Schulden zu zahlen. Oh, Vito, das ist toll. Ich wollte sehen, ob ich's nicht in Raten abstottern kann. Ein bisschen was habe ich schon zusammen.
Er würde uns doch nichts tun. Da wäre ich nicht sicher. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wo hast du das viele Geld her, Vito? Du hast doch nichts getan, was dir leid tun müsste. Hey, keine Sorge. Alles bestens. Danke, Vito. Danke. Schon okay. Ich hau wieder ab. Ich will nicht, dass Mama mich sieht. Sie wird auch fragen, woher das Geld ist. Keine Angst. Ich lass mir was einfallen. Okay. Gib ihr einen Kuss von mir. Mach ich. Pass auf dich auf, Vito. Vito Scaletta? Ja? Was wollen Sie? Ich verhafte Sie wegen illegalen Verkaufs von staatlichen Rationsmarken. Mitkommen! Einer von der Tankstelle hatte mich verpfiffen. Sie haben Mama so lange zugesetzt, bis sie verraten hat, wo ich bin. Aber sie wussten nicht, für wen ich arbeite, und ich hielt die Klappe. Henry besorgte mir über Don Clementi einen Anwalt. Ich saß schwer in der Scheiße. Obwohl, wenn die Bullen wirklich über mich Bescheid gewusst hätten, wäre es noch schlimmer gewesen. Als besonders schwerwiegend, angesichts der Tatsache, dass Sie den Staat um Ressourcen betrogen haben, zu einer Zeit, in der unser Land Sie am dringendsten benötigt. Mr. Scaletta, Sie als hochdekorierter Kriegsveteran. Der Mann war gut, aber nicht mal er konnte mich rauspauken. Der Fall war von Anfang an klar. 3 Monate später wurde das Urteil gefällt. Vittorio Antonio Scaletta. Für Ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt und dieses großartigen Landes verurteilt Sie dieses Gericht hiermit zu 10 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. Mörder, Kinderschänder, hier war alles vertreten. Der Abschaum der Menschheit. Los, in einer Reihe aufstellen!
Bleib genau hinter mir! Und bloß keine Dummheiten! Du Ärger machen, du Hurensohn? Tut mir leid. Was ist? Nicht sprechen unsere Sprache? Ich bring sie dir bei. Was ist los? Gefällt dir das, du perverses Schwein? Los, bin ich auf und schieb deinen Arsch wieder in die Reihe. Zweit. Hey, Blödmann, ich sag's nicht zweimal. Ab in die Reihe. Stehen bleiben und rechts um. Da ist rechts. Sperrt die Lausche auf, ihr Arschlöcher. Mein Name ist Captain Terence Stone und das hier ist mein Gefängnis. Ihr seid hier drin gelandet, weil ihr keine Ahnung davon habt, wie man sich draußen anständig benimmt. Damit eins klar ist, euer Arsch gehört ab jetzt mir. Und ihr macht, was ich sage, oder ihr werdet es bitter bereuen. Wenn mir einer von euch dumm kommt, wird er sich wünschen, er wäre nie geboren worden. Ihr seid hier, damit euch jemand zeigt, wie man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft wird. Und das machen wir. Okay, ihr Arschlöcher. Wir nehmen euch jetzt die Handschellen ab. Und dann schrubbt ihr euch mal den Grind vom Leib. Und jetzt im Gänsemarsch mir nach. Willkommen beim Friseur, Ladies. Ihr werdet gleich verflucht scharf aussehen. Hey, ich auch? Bei mir kann man nichts mehr abrasieren. Halt's Maul, Glatzkopf! Okay, Abmarsch. Hey, du Saftsack, tu, was man dir sagt. Hör zu, Süßer. Wenn du nicht tust, was man dir sagt, stecken wir dich ins Loch. Mir nach. Willkommen in Trautenheim. Rein mit dir. Licht aus! Und keinen Mucks, ihr Arschlöcher! Sonst lernt ihr mich kennen! Mein Zuhause für die nächsten 10 Jahre sah scheiße aus und roch nach Pisse. Da hätte ich mir noch lieber in Europa die Kugeln um die Ohren pfeifen lassen. Drei Tage lang geschah nichts. Dann erhielt ich die Nachricht von Joe, ich solle einen gewissen Leo Galanti kontaktieren. Er könnte mir hier drin helfen. Ohne Freunde überlebst du hier nicht lange.